Was fliegt durch die Luft und ruft Mus Mus? Eine Biene im Rückwärtsgang. Und warum summen Bienen im Vorwärtsflug? Weil sie den Text vergessen haben. Auch auf der Blockflöte kannst du Bienen fliegen und summen lassen. Und das geht so. Greife das Hahnenhaar mit dem Daumen und Zeigefinger der linken Hand. Lege nun den linken Ringfinger und den rechten Zeigefinger auf das dritte und vierte Griffloch. Bewege beide Finger wie die Flügel einer Biene gleichzeitig auf und ab. Im Griffbild ist diese Bewegung durch eine Zickzacklinie neben den Grifflöchern dargestellt. Lande zum Schluss mit beiden Fingern auf den beiden Grifflöchern und schon spielst du den Ton B. Im Notenbild unterscheiden sich Hahnenhaar und Bienen-B nur durch das Zeichen vor der Note, das aussieht wie ein B. Dieses Vorzeichen hat ein bisschen Ähnlichkeit mit einem Bienenflügel. Vergleiche doch mal, wie beide Töne klingen. Hahnenhaar, Bienen-B, H, B. Auf meiner Flöte hat die Biene so viel Honig gesammelt, dass sie ganz schwer geworden ist und tiefer fliegen muss. So klingt auch der Ton B, etwas tiefer als das H. Kannst du einen Bienenschwarm spielen, indem du gleichzeitig in die Flöte summst und mit den Fingerflügeln flatterst? Denke dir doch einen eigenen Flug der Bienen aus und spiele ihn in der nächsten Stunde vor. Vielleicht wird daraus ein großer Bienenschwarm, wenn wir alle in der Gruppe zusammenspielen. Bis dahin viel Spaß beim Summen und Fliegen.